heute Music ist heute das Thema von der Luv-Oase. Das hat einen Grund, warum wir das damals ausgesucht haben. Wir haben so ein bisschen geguckt auf die Sonntage. Und der Sonntag heute hat tatsächlich einen Namen, der heißt im Kirchenkalender Kantate, was auch so viel heißt wie Singen, Musik, das passt so irgendwie zusammen. Und das Jugendteam von Luv hat eben gesagt, na, dann machen wir Thank You for the Music. Und in der Tat, ich konnte da direkt andocken. Ich fand es cool, dass dieses Thema mir vorgegeben wurde, weil es in der Tat so ist, dass ich sehr oft bin, also dankbar bin für Musik. Ich war vor ein paar Tagen erst wieder richtig dankbar für Musik. Wir waren in München unterwegs und bei der Gelegenheit hat meine Tochter auch ihre beste Kindergartenfreundin wieder getroffen. Das war für die beiden total schön und so, aber natürlich auch sehr aufregend. Und ihr könnt euch denken, bei Kleinkindern, das wirkt den ganzen Tag nach. Und die war den ganzen Tag noch total aufgebracht. Und auch abends konnte sie einfach nicht zur Ruhe finden, als dann Bettgehzeit war. Wollte mir noch was erzählen und noch was und nochmal aufstehen und so. Nein, ich kann nicht schlafen, aber zum Glück habe ich da meine Geheimwaffe, Musik. Ich habe ganz im Stillen erst begonnen zu summen. Ja. Da kamen schon die ersten Reaktionen. Meine Tochter hat so die Melodie erkannt. Aha, okay. Hast du richtig gemerkt, die ist jetzt irgendwie ruhiger geworden. Und dann habe ich noch angefangen dazu zu singen. Schlaf, Kindlein, schlaf. Deine Mutter ist ein... ich meine, hüt die Schaf. Die Version kennt ihr auch. Okay. Ja. Und dann hat man gleich gemerkt, okay, also jetzt geht's mit dem Einschlafen. Meine Tochter hat sich hingelegt, es hat gar nicht mehr lange gedauert. Das war so ein Moment, wo ich mir mal wieder dachte, ey, danke, dass es Musik gibt. Krass, wie viel Kraft Musik hat. Ich schätze mal, auch du kennst in deinem Leben irgendwie so Musikstücke, die für dich richtig viel Kraft haben, die für dich richtig viel Power haben. Vielleicht weißt du sogar noch, welches Lied das bei dir war, mit dem du damals irgendwie schlafen gegangen bist, was das Lied war, auf das du gut einschlafen kannst. Jedenfalls wirst du mir hoffentlich zustimmen, Musik hat Kraft. Oder? Musik hat Kraft. Musik hat Kraft. Musik hat vor allem die Kraft, ganz tolle Stimmungen zu erzeugen. Zum Beispiel, ein Lagerfeuer, ja, ist erstmal nur irgendwie ein bisschen Holz, das verbrennt, das produziert Kohlenmonoxid, das stinkt auch ein bisschen und ist an sich erstmal nichts Besonderes. Aber wenn bei einem Lagerfeuer noch im Hintergrund irgendwie eine Gitarrenmusik läuft, ja, und man schaut so in die Flammen und sieht, wie sie lodern, dann finde ich, dann entstehen immer ganz viele so warme Gefühle. Ja, das beim Lagerfeuer zum Beispiel. Oder Regen ist auch so ein Beispiel. Regen ist erstmal nur kondensiertes Wasser, das von den Wolken eben runter tropft, ja, und dein Picknick ruiniert. Aber wenn du Regen siehst und du hörst im Hintergrund dazu so leise Klaviermusik, irgendwie in Moll, ja, dann finde ich, dann wird Regen zu so einem, ja, bittersüßen Schauer der Gefühle, so ein bisschen melancholisch. Oder als drittes Beispiel, mal ein bisschen näher hier. Als drittes Beispiel habe ich noch dieses gewählt. Ich weiß nicht, ob du das gut sehen kannst. Eine Tanzfläche im Club. Eine Tanzfläche im Club oder in der Disco. Das ist erstmal nur ein gefliester Raum mit ein bisschen bunten Lichtern. Aber mit einem richtigen Beat dazu, einem coolen Bass und vielleicht ein, zwei Tequila, wird diese Tanzfläche dann wie zu einem Tempel. Also so habe ich das schon erlebt. Musik hat Kraft. Musik kann ganz tolle Stimmungen erzeugen. Ich denke, darauf können wir uns alle einigen. Was aber nicht so viele Leute wissen, ist, dass Musik auch in der Bibel eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Da gibt es zum Beispiel diese Dame hier, das ist Miriam. Das soll die Schwester von Mose sein. Und als sie aus Ägypten ausziehen, das ist eine Geschichte, die steht ganz am Anfang an der Bibel, als sie aus Ägypten ausziehen, da singt Miriam ein Lied und spielt dazu auf diesem Tambourin. Und da gibt es auch ein ganz berühmtes Bild dazu, das siehst du jetzt gerade im Hintergrund. Oder es gibt diese zwei, da siehst du einmal groß im Bild König Saul und etwas kleiner auf der anderen Seite David.
Der wird später auch König, eine Geschichte aus dem Alten Testament. David war sowas wie der erste Musiktherapeut, der jemals gearbeitet hat. Saul hatte nämlich Depressionen, dem ging es nicht so gut. Und immer wenn David dann die Harfe gespielt hat, dann ging Saul wieder besser. Oder auch ganz wichtig in der Bibel, dieses Horn, das so gewellt ist, das ist ein Horn von einem Witter, ein Schofarhorn. Das spielte man damals beim Tempelgottesdienst und auch heute noch beim Yom Kippur zum Beispiel, so siehst du es hier auf dem Bild. Also Bibel, Musik ist auch schon in der Bibel ganz wichtig. Was mich am meisten aber beeindruckt von Musik und Bibel, ist das hier, ist das Buch der Psalmen. Psalm, das heißt nichts anderes als Lied oder Harfenspiel. Und dieses Buch der Psalmen, das findest du in der Bibel, das ist aber nicht irgendwie versteckt irgendwie in den Anmerkungen oder an irgendeinem anderen Ort. Das kannst du zu Hause selber mal ausprobieren. Wenn du deine Bibel nimmst und du stellst sie ziemlich genau in der Mitte auf, dann kommst du bei den Psalmen raus. Also im wahrsten Sinne des Wortes, in der Mitte der Bibel steht ein Musik- oder ein Gesangsbuch. Denkt man nicht, aber ist so. Wir wissen heute nicht so genau, wie man diese Psalmen gesungen hat, wie man sie spricht. Damals hatten sie eben noch kein Spotify, keine Musikstudios, sie haben es nicht aufgenommen. Was wir aber wissen, sind die Texte. Man sieht, es geht um alle Themen. Ja, mal schreien sie ihre Wut raus, die Menschen, die da Psalmen singen. Mal geht es um übergroße Freude. Mal geht es um Hoffnung für die Zukunft. Ganz unterschiedliche Themen, aber eine Sache ist immer gleich. All diese Psalmen, all diese Lieder aus der Bibel, die stehen immer in Verbindung zu Gott. Das ist der Gedanke, den ich so wunderbar finde. Musik und Gott stehen in Verbindung. Musik und Gott stehen in Verbindung. Man kann vielleicht sogar sagen, ja, Musik hat was Göttliches. Ja, oder umgekehrt könnte man vielleicht auch sagen, Gott ist musikalisch auf eine ganz besondere Art und Weise. Jedenfalls würde sich das mit meinen Erfahrungen aus meinem Leben decken. Ich muss schon sagen, so manchmal erlebe ich Gott so. Manchmal erlebe ich Gott wie so eine Art Hintergrundmusik in meinem Leben, das so meinen Alltag wunderbar untermalt. Manchmal schaue ich aber auch raus in die Natur und denke mir so, boah, wie alles zusammen ist, das wie so eine große Sinfonie, die Gott da gemacht hat. Oder manchmal habe ich auch das Gefühl, man kann sich in Gott so reinlegen, wie in so einen warmen, in so einen Klangteppich. Also Musik und Gott stehen in Verbindung. Da finde ich einen ganz wichtigen Gedanken, die gehören zusammen. Musik hat was Göttliches, Musik und Gott teilen sich ähnliche Eigenschaften, denn Musik und Gott, die können uns berühren in der Tiefe unserer Seele und das, was da passiert, das ist mit Worten nicht zu beschreiben, das muss man erfahren und das muss man erleben. Vielleicht kann man sich das auch dann ungefähr so vorstellen, so Gott als ein DJ irgendwie im Leben, der im Hintergrund ist, mal Moll, mal Dur, aber auf jeden Fall immer irgendwie die richtige Platte dabei hat. Der Roller passt vielleicht gut dazu, ja. An einer Stelle in den Psalmen steht folgender Satz. Da steht, singt dem Herrn ein neues Lied. Und ich möchte uns heute diesen Satz aus dem Psalmen einfach mal mitgeben als Hausaufgabe, damit auch die Musik in unserem Leben wieder ein bisschen stärker wird. Wir können da was tun für, damit Musik stark ist in unserem Leben, als dieses ja, göttliche Mischwesen, das so sehr uns bereichern und berühren kann. Wir können drei Dinge tun. Wir können erstens selbst natürlich Musik machen. Hol die Klaviernoten mal wieder raus. Ja? Staub die Gitarre nochmal ab. Bau einen Beat am Computer. Sing auf dem Weg zur Arbeit. Wie auch immer. Mach Musik. Denn damit kannst du Gefühle ausdrücken und auch Gebete besser ausdrücken. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir tun sollten, ist unseren eigenen Musikgeschmack entwickeln. Denn es gibt sehr viel Musik da draußen und nur weil man etwas irgendwie ganz oft hört, wird es nicht besser. Also auch mal abseits von den Charts gucken, abseits von TikTok suchen. Es gibt einfach so viel Musik und man sollte so sein eigenes finden.
Und die dritte Sache, die ich uns allen heute ans Herz legen will, ist einfach auch mal still sein. Einfach auch mal nichts tun, den Computer mal zuklappen, das Handy ausmachen, die Mathehefte zur Seite legen und einfach mal ins Leben reinhorchen und auf sich selber horchen. Ist da nicht auch in meinem Leben Gottes Musik? Ich glaube, wenn wir uns so der Welt öffnen und nach Gottes Musik in unserem Leben suchen, dann bekommt unser Leben eine ganz, ganz neue, ganz wunderbare Klangfarbe und besser einschlafen kann man damit auch. Amen.